Zum Batman, zum Let's Play von Batman Arkham Knight. Die Hauptstory ist zu Ende. Und so machen wir die letzten drei DLCs. Wie gesagt, im letzten Video schon. Ja, wenn euch das bis dahin gefallen hat, eine positive Bewertung wäre gut. Wenn ihr nichts verpassen wollt, es kommt jetzt so viel in nächster Zeit an Let's Plays von Black Viper und von mir. Also, da verpasst ihr nichts. Ist alles, ist für jeden etwas dabei. Also Bomberman, Resident Evil, Dead or Alive, Assassin's Creed, Rogue, Assassin's Creed 3 Remastered, was ich wieder Let's Playen werde. Ja. Und von Batman Arkham Knight kommt noch das Nukem Plus. Von Tomb Raider also auch noch. Und Assassin's Creed Odyssey auch. Also dann wünsche ich euch viel Spaß und fangen wir an mit Catwoman's Rache, würde ich sagen. Ja, das ist ja wurscht, was man da also dann nimmt, ne? Vier sind sogar noch. Die Familienangelegenheit. Also eine ist war von das Beste von denen. Wenn Eddies Informant ja, nicht gelogen hat, Liberation habe ich nie gespielt. Zugang zu Riddlers Roboterfabrik da drin sein. Deshalb weiß ich eigentlich nicht warum. Die Schlüsselkarten haben natürlich die Gorillas. Damals hat es ja noch nicht gegeben. Sogar hinter Gittern verschwendet Eddie noch meine Zeit. Und wie ich die 360 hatte, da war es noch nicht auf der 360 zum, oder so irgendwie. Keine Ahnung, warum ich das nie gespielt habe. Ich glaube, das war damals noch nicht zum Holen, darum. Aber ja, das werde ich mir, das werde ich natürlich auch spielen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das, ob das so ist wie die anderen Spiele oder ob das so ist wie die, das Arcade da, weißt du, die Arcade-Seite. Die Indien und Russland da. Du weißt ja, welche ich meine. Kontensystem. Jetzt tut's mir fast leid, die Streber in der Schule immer ihre Brillen fressen gelassen zu haben. Aber er wollte uns durch diese Roboter ersetzen. Ja, und das hat er jetzt davon. Wenn Nigma aus dem Knast raus ist, droht diesem Haufen primitiver Idioten wohl doch nicht mehr seine unausweichliche obsolete Roboter halt. Wir könnten uns jetzt gleich um sie kümmern. Runtergehen und Nigmas Selbstzerstörungssequenz aktivieren. Nummer 1. Da unten. Wenn wir den hochjagen, gibt's keine Kohle. Mann, Larry! Denk doch strategisch, wenn du eine Maschine übertrumpfen willst. Sind Roboter eigentlich lebendig? Was? Sind Roboter lebendig? Simple Frage, Idiot. Nein, sind sie nicht. Ich glaube, das sind technisch gesehen Zombies. Was ist gestern Nacht eigentlich genau passiert? Dieser Arkham Knight-Typ, das war der Joker. Ist nicht wahr. Nummer 2. Glaub mir. Meinst du, Catwoman hat's wegen gestern auch den Riddler abgesehen? Die soll nur kommen. Das kleine Kätzchen wird bald wieder mit einem Halsband enden. Ich weiß ja nicht. Two-Face hat sich mit ihr angelegt und trägt heute noch die Narbe. Wie ist der Riddler überhaupt an so viel Kohle gekommen? Das meiste kommt von der Börse.
Niedrig ankaufen, hoch verkaufen, was? Ein echtes Genie. Oh nein, nein. Er hat die Börse gehackt. Sagt, er sei klug genug, es legal zu machen. Aber Genies bräuchten sich nicht zu beweisen. Die Roboter können doch auch nichts dafür machen. Die Superschurken sind schuld. Jeder will eine Roboterarmee. Aber kein Toaster hat unsere persönliche Not. Oder weiß ein Roboter etwa, wie der Riddler seinen Kakao gern trinkt? Und Nummer 3. Jetzt wieder zurück zum Terminal. Das ist das Schlimmste, dieses elende Waffen. Du hast die Schlüssel. Zurück zum Terminal, Selina. Komm schon. 3 Schlüssel. Wieso sind es immer 3? Na bitte. Hier ist jemand. Hilfe! Haltet Ausschau, Kennedy! Na toll. Ich sollte sie ausschalten, bevor ich reingehe. Kann das sein? Batman ist doch tot. Vielleicht ein Geist? Vielleicht Batmans Geist. Oh Gott. Oh. Wo sind sie?
nicht mehr auf. Red weiter! Uns die Augen auskratzen, wie damals bei Two-Face. Nein, ich habe nicht mein Leben lang Hautkuren gemacht, um so zu enden. Okay, so viel zu diesen Idioten. Jetzt zur Tür. Mal sehen. Schalter und Symbole. War ja klar. Wieso nie ein Schloss? Das könnte ich knacken. So schon mal nicht. Ich schätze, ich muss die richtige Reihenfolge herausfinden. Irgendwo hier muss es einen Hinweis geben. Irgendwas habe ich übersehen. Diese Symbole sind vermutlich zu mehr gut, als nur dafür meine Zeit zu verschwenden. Oh, geschafft. Das ist offiziell mein letzter von diesen verdammten Coups. Ich weiß nicht, was Fehlerhaft ist. Und da steht ja nicht, dass man mit dem Zukunft braucht oder so, bla bla bla. Nee, braucht er nicht. Ach, komm
Na, was soll ich da noch drauf sagen? Vielleicht kann ich es mit dem Terminal in Bewegung setzen. Des Aufzugs erfolgt. Beginne Abfahrt. Was? Hey, Eddie. Catwoman. Sitzt du nicht im Knast? Ich kann mich aufhalten. Bleib kurz dran. Ja, Officer Cash, ich spreche nur mit meinem Anwalt. Raus da! Ganz ruhig, Eddie. Ich erkläre dir das mal. Ich stehle all dein Geld und zerstöre alles, was du hier aufgebaut hast, okay? Nein! Diese Strategie würde vor Gericht nichts bringen. Riddler Boss, angreifen! Catwoman,
Mach's gut, mein flauschiger Feind. Kommen immer mehr. Und ich werde es nicht schaffen, aber es dauert halt. Na, wie soll denn das? Damit die gleich da rein hupen. Nein, das geht nicht. Ich will das Zaun muss er rein. Ja, was soll ich da machen? Ja. Ah! Scheiß Futterländige. Rache hat bekanntlich außerordentlich glukosehaltige gustatorische Qualitäten, Mieze. Auf der Hülle steht oben, dass man Internet braucht. Für Hitman brauchst du eine Internetleitung. Oder Internetzugang, so, dass du die Missionen überhaupt spielen kannst. Erstmal musst du, ja. Außer dem Prolog musst du eine jede Mission runterladen. Brauchst du eine im Store schauen. Da braucht man Internet. Aber er weiß es ja wieder besser. Aber gut, dann. Ah, er kann es ja kaufen und dann wieder eh sehen. Ah, Smackdown war gut, ja. Aber halt. Aber zum Glück waren die auch. waren die auch da.
schaff das nicht. Bei sowas. Rache hat bekanntlich außerordentlich glukosehaltige gustatorische Qualitäten, Mieze. Nee, de, er will eben keins. Und wenn er ein Update hat oder was, dann macht er das. Wieder da rein, die Hurenfuchti. Gleich fliegt irgendwas. Mach's gut, mein flauschiger Feind. Ja, gehen Arsch, Depper da. Ah, gut. Blöde Sau, du elendige, du. Rache hat bekanntlich außerordentlich. Explodier gleich, Huhn, Scheißdreck, verdammt. Qualitäten, Mieze.
Ja, ich weiß. Nur ich habe ja die Highlight gesehen und jetzt habe ich nicht gewusst, wann das mit Kofi überhaupt das ganz am Schluss war, oder? Ja, ich werde Tomb Raider machen, ja. Ist in Ordnung. Ich muss mich gerade so beruhigen bei diesem scheiß DLC mit Catwoman. Oh, ich komme bei dem scheiß Kampf nicht weiter, ich explodiere gleich. Was für eine, wenn wir heute halt kein Internet haben. Ja, das ist. Er braucht es nicht. Aber jeden Tag in der Früh YouTube schauen und so erst, aber er braucht kein Internet. Wenn er sagt, der Himmel ist rot, dann ist er rot. Ja, dann einfach ja sagen. Das hat keinen Sinn zu diskutieren mit solchen Leuten. Wenn so ist er schwer in Ordnung, aber diskutieren null. Glaubst du, du könntest mich befehlen? Zu einem absurden Honorar, Herr Anwalt? Sag's, ob es ist. Musst du wieder zu denen hinupfen? Die miese Fuchsgeschissene. Das ist ja nicht das. Da kann ich mich gleich wieder bringen. Mach's gut, mein flauschiger Feind. Du Vollkoffer, ich auf leicht, ja. Mhm. Das wäre schon auf leicht zu schwer für dich, glaube ich. Na, der kommt so rundherum. Also Plattformen, die man immer mehr mit Strom. Ja. Und du musst halt alle ausschalten. Es kommen aber immer mehr. Weiß nicht. Und die hupft natürlich dann dorthin, wo die Strom. Wo der Strom schon aktiviert ist, die Fugte. Geschissene. Ist es zufällig auch ein Rapid-Fan? Dann könnte ich das nämlich verstecken. Oder ist es ein Austrianer oder so? Ja, er ist auch. Ja, Kapitler, ja. Was war eigentlich gestern bei Champions League los? Jeder spielt 0-0, ne? War's? Ja, beide 0-0, ja. In der Zeitung steht, Barcelona hat enttäuscht. Und die scheiß Bayern machen auch ein 0-0. Ich sagte, die kommen nicht weiter. Dann, bah, scheiß Bayern. Thank you.
muss schon wieder dahin. Was machst du? Mach's gut, mein flauschiger Feind. Bombe. Atletico Juve kann das durchaus passieren. Der Schalke nicht, weil die werden 3-4-0 verlieren. Würde ich da reinrufen. Töte mich! Scheißlich auf das Spiel, wirklich. Rache hat bekanntlich außerordentlich glukosehaltige gustatorische Qualitäten, Mieze. Ja, natürlich wäre super, aber ja, Manchester City wird leider gewinnen. Jawohl. Eddies Computer ist hinter dieser Tür. Heute ist Zahltag. Riddlerbots? Riddlerbots? Ich? Oh je. Verschlossen. Und verschlüsselt. Viel Glück. Stimmmuster akzeptiert. Willkommen, der Riddler. Nein. Danke, Eddie. Nein. Kein Deal mit dem Staatsanwalt.
Eddie, im Knast brauchst du doch nicht wirklich 2,7 Millionen Dollar. Das Essen ist umsonst. Stopp! Und was willst du mit einer Roboterfabrik, während du einsitzt? Du, also, irgendeinen cleveren Ausbruch starten? In ein Video alles anmachen oder. Soll ich dich anflehen? Ich kann flehen! Gnade! Jetzt 40 Minuten. Schon gut, Nigma, reg dich mal ab. Leg auf! Also, das ist. Bye bye, Eddie. Na, nimm dir Ellie Stein Haken weg, du Gorilla der Obrigkeit. Ein Taser? Glaubst du, jetzt hätte ich Angst? Ich bin der Riddler und ich werde dir. Den Münzwurf. Technisch gesehen sind das noch unsere Flitterwochen. Wir sollten am Strand sein und Flitterwöcheln. Wer braucht schon eine Tropeninsel, wenn er in eine Abfallentsorgungsanlage eindringen kann? Du bist zum Schießen. Sorry. Alarmsysteme deaktiviert. Du bist dran. Ich bin drin. Stadt am Strand. Mich macht das auch nicht glücklich. Aber wenn Two-Face ausbricht, das können wir nicht ignorieren. Je nachdem, wie weit der Strand weg ist. Wir müssen ihn einbuchten, Tim. Ja. Ein für alle Mal. Okay. Was haben wir hier? Sieht für mich nicht nach Abfallaufbereitung aus. Ja, Geldaufbereitung. Säckeweise. Wachleute? Ich werde gut zu tun haben. Vorsicht da drinnen. Es ist jetzt anders. Du bist allein. Verlässt du mich etwa schon? Das meinte ich da. Keine Angst, ich pack das. Woher kommt das alles? Hat die Polizei. Das kam von da drüben! Anate!
Du bewegst dich langsam wie er. Sag Bescheid, wenn ich auch so launisch wäre. Meinst du, der Typ atmet noch? Ich gebe Rückendeckung. Nicht schon wieder. Der Freak glaubt, wir hätten Shits. Das hab ich auch. Reiß dich zusammen! Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat erwischt. Pass besser auf! Da unten bewegt sich was. Ich sehe wohl Gespenster. Ich auch. Ich sehe mal nach. Thank you.
schwer verletzt ist. Okay. Der Vorarbeiter ist im Kontrollraum. Er wird wissen, wo Two-Face ist. Ich bringe ihn zum Reden. Ernsthaft? Was denn? Nichts. Barbara, ich weiß, wann dir was auf der Zunge brennt. Okay, es ist nur... Du warst immer der gute Cop, oder nicht? Guter Cop, wie? Okay. Bam. Beängstigend, Schatz. Ich weiß, dass du hier bist. Kämpfst immer noch tapfer weiter. Was? Solltest besser alleine ziehen. Oder stell dich mir. Mal sehen, ob der Wunderknabe auch ohne Fledermaus zurechtkommt. Du schaffst das, Tim. Zu Two-Face. Dann muss er hier durch. Das ist der einzige Weg. Soll er nur kommen. An uns kommt er nicht lebend vorbei. Muss schon sagen, er hat Bock. Er ist durchgeknallt, hat so lange mit Batman gearbeitet, dass er sich für den Größten hält. Dieser Psycho hat ziemlich große Fußstapfen hinterlassen. Zu groß für diesen Burschen. Er tut mir fast schon leid. Echt jetzt? Nein. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. Letztens habe ich gemerkt, dass die Arbeit so richtig Spaß macht, seitdem. Du weißt schon, wer tot ist. Wie geht's voran? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. Du fühlst dich einsam. Ich kenne das. Mich hat er auch verfolgt. Die Große ist erledigt. Aber alles. Bleib dann geschützt, okay? Dann klappt das. Er hatte eine Minigun und nichts hat geklappt. Was passiert da draußen? Ist alles okay? Absolut nicht okay. Reiß dich zusammen. Wir dürfen uns nicht aus den Augen verbrennt, war ziemlich dämlich. Du wirst für jeden Dollar zahlen.
Diesmal wird Batman dich nicht retten, Robin. Oder? Eindeutig zu viel Feuerkraft. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, der Weg war schon richtig, nur. Das ist der einzige Weg. Ha, soll er nur kommen. An uns kommt er nicht lebend vorbei. Ich muss schon sagen, er hat Bock. Er ist durchgeknallt, hat so lange mit Batman gearbeitet, dass er den größten Held. Wie geht's voran? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. Du fühlst dich einsam. Ich kenne das. Das ist der Mann, der aufpasst. Wie groß ist der Lady? Bleib dann geschützt, okay? Dann klappt das. Mein Geld zu verbrennen war ziemlich dämlich. Du wirst für jeden Dollar zahlen. Nein! Es ist Robin! Lautsprecheranlage gehackt. Wir kämpfen gegen, bis sie freiwillig aufgeben. Schön, Mr. Dankbar. Du darfst Harvey noch ein bisschen länger zuhören. Batmans Vermächtnis. Ein kleiner Bursche, der den Helden spielt. Ja, gegen den Kassierer. Aber ich hab die Karte weg.
yes, and then I'm delete you, also him. Oh yes. Jetzt auf einmal ist er wieder online. Ah komm, wieder aktiv. Naja, okay. Was ist mit Nomi? Ja, aber ich würde einmal fragen, bitte, ob er das macht. Für American Husten. Mann, das Teil ist kaum aufzukriegen. Hast du dich denn überhaupt angestrengt? Leck mich! Hey Jungs, wieso machen wir das nochmal? Was glaubst du denn wieso? Weil es Spaß macht? Ja, macht es. Aber ich mach's auch wegen der Kohle. Wo bleibt Batman, um dich zu retten? Hier ist ein Sicherheitszugang. Okay. Sieht aus wie ein Reihenmechanismus. Wird etwas dauern, ihn zu hacken. Wer schneller ist? Warte mal. Die Hälfte. Weiß, schwarz. Also Two-Face, ich muss schon klar waren. Ist so einfach. Hey, ich bin drin. Sieh mal an. Augen auf, Bursche. Du hast mich bei der Tür gewinnen lassen, oder? Ich... Hör zu, Typen mit Waffen sind eindeutig dein Ding. Du liebst das. Ich blass die Trübe weg. Du bist tot! Hau ab! Du machst niemandem Angst, Robin. Ich dachte, du wärst besser. Du schlägst sie K.O. Weiter. Sieh's ein, verglichen mit ihm bist du ein Niemand. Es ist vorbei, ja. Frey. Hörst du nicht auf? Ja. Oh.
falschen. Ich schlitz dich auf, du Freak! Gleich dem aus! Wird der Junge zum Mann. Es ist leider nicht von Dauer. Nein, Tim! Hä? Mutig war das bestimmt nicht. Eher dumm. Du bist nicht er. Warst es nie, wirst es nie sein. Tim, bereit machen. Sorry, Kid. Du schaffst das nicht allein. Bring dir diesen Drecksack zurück zum Revier. Aus dem Strandurlaub wird nichts, oder? Die Flatterwochen sind wohl vorbei. So, dann ist wieder ein DLC vorbei, ein kurzes. Die zwei machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auch wenn es nicht das beste Let's Play jetzt war, diese Folge, bedanke ich mich trotzdem sehr herzlich fürs Zusehen, Ansehen, wie immer. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum letzten Let's Play. Normalen Let's Play von Batman Arkham Knight. Wir sehen uns das nächste Mal bei Shadow of the Tomb Raider. Zu New Game Plus. Ja, das werden wir dann auch alles suchen und mit allem Pipapo, wie ihr es jetzt schon kennt von mir. Ja. Danke, bis zum nächsten Mal und ciao.